So, servus und willkommen zurück bei Let's Play Battlefield 3. Wir sind jetzt immer noch hier bei dieser Panzermission mal wieder, immer noch, wie auch immer. Und natürlich habe ich keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Immerhin ist das Spiel blind, oder ich spiele es blind. So, aber Hellseher, Achtung, wahrscheinlich ballern wir gleich. Huhuhu. So, egal, ja. Momentan ist noch alles sehr ruhig. Das kann sich natürlich sehr schnell ändern. Ja, die Straße ist blockiert, ja, da haben sie wohl recht. So, ja, dann fahr los. Und dann nutzen wir also den Hintereingang oder den Seiteneingang, wie man es nennen will. Bam. Hm. Was ist nicht gut? Okay. Gut, jetzt sind wir also im Panzer und ich darf ihn wieder steuern, so wie bei der Mission davor. Ja, wie gesagt, Panzer fahren, nicht ganz so mein Ding, aber hey, egal. Warum nicht? Immerhin bietet das Spiel dann die nötige Abwechslung, die mir ja bei Let's Play Space Marine gefehlt hat. So, oh mein Gott, mein Panzer ist schon wieder so schräg. So, jetzt ist er wieder gerade. Ich kann keinen Panzer fahren, das ist unglaublich. Wow, what the fuck, ich wollte gerade sagen, wo sind hier eigentlich Gegner und... Moment. Das ist ein Gegner? Ja, ich glaube, das ist ein Gegner, wenn nicht, ist er trotzdem tot. Oh mein Gott. So, ja, wir fahren jetzt also hier gerade mit einem Panzer ins Büro rein. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Mit dem Panzer in die Arbeit kommen. Ist das jetzt Sinn und Zweck der Sache, dass ich hier mit dem Panzer hier irgendwas... What the fuck? Mein Ziel ist da vorne. Aber ich glaube, dass ich jetzt hier erstmal raus muss. Aus diesem Loch hier. What the fuck? Geht zurück. Wow. So, oh mein Gott. Ach, da fällt mir gerade was ein, Leute. Moment. Ach, das ist immer so ein Fail hier mit mir. Aber das geht normalerweise sehr schnell. So, und schon bin ich bereit, weiterzumachen. Egal. So, also, jetzt, what the fuck. Ich muss da hinten lang. Also, da ist der Bewegenpunkt. Da ist das Ziel. Aber da ist ein Riesenhaus und da ist ein Büro. Und da können wir anscheinend nicht lang. Heißt, wo soll ich lang? Da über den Haufen fahren oder was? Nie im Leben, oder? Der ist doch, sag mal, mein scheiß Kumpel, der ist doch... Mein Panzer macht sich gerade selbstständig? Sind wir jetzt hier in Demolition Company oder was? Mein Panzer macht sich gerade selbstständig, Leute. Ich drücke gerade nichts. Ich habe die Hände von der Tastatur. Und mein Panzer spielt Disco-Kugel. Kein Scheiß. Lol. Und ich reg mich über Demolition Company auf. Was ist das denn für ein Kack? Ja gut, egal. Halt an. Wow. So. Also wie gesagt... Problemlösung, keine Ahnung. Mein Kumpel, der ist doch auch hier durchgefahren, oder? Der ist doch hier durch. Bin ich jetzt doof? What the fuck? Also komm. Ich werde doch jetzt nicht failen, mit einem Panzer hier durch ein Büro zu fahren? Irgendwie schon. Bam. Ich hänge, also jetzt hänge ich komplett, jetzt komme ich noch nicht mal mehr rein. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz die feine englische Art, mir einfach hier den Weg zu versperren. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und das ist ziemlich schlecht, denn... Ja, das... trägt nicht gerade zur guten Unterhaltung bei. What the hell? Ich meine, hallo? Ja, das ist jetzt live. Mock Let's Play ist ratlos. Ratloser als je zuvor. Ich sag mal, ich fahre jetzt einfach darüber. Okay, okay, okay. Okay, Leute, da haben wir schon... Diese Lösung ist keine Lösung, denn da werden wir gewarnt, denn da ist das Level zu Ende. Und immer noch steht da vorne dieser blöde Punkt, der sagt, beweg dich dahin, du Arsch. Aber ich kann mich da nicht hinbewegen, weil blöde Büro zu stark für meinen Panzer ist. Mann. Und da sieht es auch nicht gerade aus, als könnten wir da Thermalsicht mal anmachen. Ja, ja, super, super. Nee, also. Ich habe keine Ahnung, ey. Mal Waffen wechseln.
Ja, nee, ich denke mal, das bringt auch nicht so viel. Ja, lol. Ja, nee, na, natürlich. Der Panzer, der ist halt... Oh, was eine Scheiße. Geht weg hier. Was ist das für eine Kacke? Ehrlich. Ach, egal. Gut, egal, Leute, wir sind draußen. Ja, aber schon wieder fail ich hier. Ich hasse Panzerfahren. Wisst ihr das eigentlich? Ich hasse Panzerfahren. Ich hasse es. Ich hasse es. Waren wir da nicht vorhin schon mal? Das ist doch die Bank, oder? Ist das nicht die Bank, wo wir vorhin schon mal... Also, was heißt vorhin? Vor Tagen, Wochen, wenn man das will, waren... Boom! Tschüssi! Bist du ein Freund oder ein Feind? Na, mir egal. Jetzt bist du überfahren worden. Ey, Leute, chillt mal da hinten. Guck mal, wie die mich abschießen wollen mit dem Panzer, mit der Panzerfaust. Habe ich den eben überfahren? Geht das? So wie es aussieht, kann man in Battlefield Leute überfahren. Nicht so wie in diversen anderen Spielen, die sich Simulatoren schimpfen. Allerdings, Moment, Thermalsicht. Ist das ja so. Ach, da ist ein Panzer, lol. Und dafür brauche ich Thermalsicht. Nein, allerdings ist das ja so. Der Grund, warum quasi Simulatoren jetzt, sag ich mal so, keine Darstellung von Gewalt tätigen, ja, das liegt einfach daran, dass sie ja ab null, also keine Altersbeschränkung haben dürfen und demnach dürfen sie nicht irgendwie, ja, brutal sein, etc., ja, das ist halt der Grund, warum das dann so gelöst wird. Trotzdem gibt es vielleicht Methoden, die besser aussehen würden, als jetzt, dass der Kerl, den man überfährt, einfach verschwindet, ja. Ist mir aber auch scheißegal, ich bin kein Programmierer eines Simulators und mein Panzer bewegt sich gerade von selbst, Leute. Also wenn ihr denkt, jetzt kommt epische Mucke, ich gehe raus und mein, achso, das ist meine Kumpels. Hallo? Sie kommen. Ja, nee, also wie gesagt, ich bin kein Programmierer und ich habe es auch nicht vor, jemals einen Simulator zu programmieren, deshalb ist es mir auch scheißegal. Ich nutze ihn nur zur allgemeinen Belustigung, zumindest versuche ich das. Und bis jetzt sieht es alles noch sehr ruhig. Ah, da vorne, da kommen sie schon, die Ameisen. Komm her, oh, ich bin Rambo, oh mein Gott. Oh. Was, Himmel, eine Atombombe? Habe ich da gerade Atombombe gelesen? Atombombe klingt für mich eher so nicht so gut. Also, ich meine, Atombombe ist ja generell nicht gerade schwach. Und wenn ich jetzt hier so rumstehe und eine Atombombe vielleicht so neben mir aufprallt, ist das vielleicht nicht ganz so die feine englische Art, die man so bevorzugen würde im Krieg, ja. So von wegen, man ist tot und so, also ich weiß nicht. Aber gut, ist ja auch egal, ist nur ein Spiel. Und wir haben Sichtkontakt zu eurer Position. What the fuck, wo reden die? Oh Gott, da kommt ein Hubschrauber. Ja. Hallo Hubschrauber. Komm da runter. Böhm. Ja, ist das jetzt ein feindlicher Hubschrauber oder ist das ein Freund? Ich werde beballert, da vorne, da. Wo seid ihr, kleinen Kacknaps? Wieso ein Gesche... Ficken! Das war nicht so gut, das war eher ein Fail, ich würde sagen, das machen wir nochmal, denn... Ja, das habe ich jetzt... Irgendwie habe ich da was verrafft. Egal! Keine Angst vor Bösem. So, und wieder sind wir im Spiel und wieder sind wir im Panzer und dürfen gleich... Ja, da kommt jetzt dieses Ding da angeflogen. Jetzt fährt der Panzer wieder von alleine los. Gleich dürfen wir wieder aussteigen, dürfen diese Bordkanone da bedienen, dieses Geschütz. Aber diesmal muss ich aufpassen, dass ich wirklich die Leute da vorne zerstöre und nicht diesen armen Hubschrauber da kaputt gehen lasse. So, und irgendwas schießt mich schon wieder ab. Ich weiß aber immer noch nicht. Da vorne, guck mal da. Nee, das ist nur ein Stück Wand. Aber da vorne, da kommen schon die komischen Säcke. So, jetzt sind sie... Jetzt schießt den... So, tot. So, du auch tot. So, die hätten wir. Da kommen auch schon die nächsten. Die sind aber auch gleich tot, so wie wir... Ja, doch, läuft ganz gut bis jetzt, hoffentlich... Scheitern wir nicht schon wieder, denn das wäre natürlich sehr schlecht. Da kommen... Guck mal, wie sie sich ducken, die Noobs. Kackenabsee. So. Da vorne, nein, da ist keiner. Gleich müsste auch wieder der Hubschrauber kommen.
Diesmal beschütze ich ihn mit allem, was ich habe. Oh mein Gott. So. Hubschrauber. Kommen Sie. Da ist einer. Wie er so scheinheilig über die scheiß Mauer klettert. Ey, du Noob. So, da kommt auch schon unsere Dingsens da. Truppe, der Hubschrauber. Und ihr kleinen Säcke. Werdet jetzt schön abgeballert. Du auch so. Weil ihr sagt es. Ja, nee. So geht das nicht. Einfach unseren Hubschrauber zerstören wollen. Sehe ich gar nicht ein. So. Da ist noch so einer. Da war so einer. Jetzt bin ich mal gespannt, mit was die hier noch anrücken und uns irgendwie da schaden wollen. So, so wie es aussieht, habe ich das jetzt schon geschafft oder wie? Ja, verteidige die Marines. Sieht aus, als wäre das schon gewesen. Und ich habe davor einfach nur saukrass gefailt. Naja, scheiß drauf. Da vorne? Habe ich da eben einen gesehen? Ha! Noob. Wäre er nicht rausgekommen, wäre er jetzt nicht tot. Und da ist noch so einer, oder? So. Ach, guck mal, da kommen sie wieder hier. Die kleinen. Boah, du bist aber schon ganz weit vorne. Nur leider bist du jetzt tot. So. Du auch. Die fallen um wie die Fliegen. Da vorne sehe ich noch was im Rauch herumwandern. Ganz mysteriös. Und ich sehe nicht viel, weil hier alles voll genebelt ist. Aber da sehe ich schon irgendwelche Menschen sich bewegen im Dunkeln oder im Rauch, besser gesagt. Ich kann. What the fuck? Ja, jetzt kommt der von hinten. Was für ein Neger hier. Ich will jetzt keine Anspielung hören von wegen hinten oder irgendwelche rassistischen Kommentare oder so, gell? Ich bin kein Rassist, ich mag alle Arten von... Mr. Miller? Ah ja. Das ist nett. Ich werde gefilmt. Hallo, ich bin im Fernsehen. Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. So ein Fiesel. Ich verstehe ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Herr John. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Ah ja, gut, keine Ahnung, inwiefern das jetzt storytechnisch Auswirkungen mit sich zieht und so weiter, aber es speichert und wir haben die Mission Nachtschicht vor uns. Nachtschicht klingt nach Nachteinsatz, what the fuck, oh mein Gott, ich bin so ein Kombiniermensch. So, wahrscheinlich lädt es jetzt wieder 1000 Jahre, bis wir dann zum Spiel kommen. La 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 la. So, ja. Also merkt Leute, legt euch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten an, die dann doch vielleicht böse sind, ja? Also merkt euch das. Böse Leute vermeiden. Sonst kommt ihr auch auf einen Stuhl und dann kommt eine Kamera und sagt, so, bitte lächeln und dann werdet ihr aber auch schon kurzerhand mal ermeuchelt. Ja. So, es lädt immer noch, das ist super. Ich mag Laden eigentlich. Eigentlich ist Laden gelegen. Ich meine, guck mal, man kann sich zwischen den Missionen zurücklehnen, kurz entspannen, ja, hier nach so einer heiklen Situation auf dem Stuhl. Und ach, da geht's auch schon weiter. Guck mal, so lange dauert's doch gar nicht. Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie.
waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde. Und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Camper und ich. Oh mein Gott, das wird alles immer mysteriöser. Und undurchsehbarer, unterschaubarer und so weiter. Und es lädt wieder. Eins, drei ist bereit. Over. Verstanden. Komm schnell zu euch. Out. Das ist Cole. Warum zum Teufel führt er den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. So, alles klar. Stopp. Jetzt an dieser Stelle beende ich das, nee, nicht das, nicht das Let's Play, sondern den Part und sage Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.